4 Bundesliga-Pleiten in Folge. Abstiegskampf beim FSV Mainz 05. Und die Mannschaft scheint gewillt, den Kampf anzunehmen. Das zumindest zeigte das gestrige Spiel gegen RB Leipzig. Der Funke sprang auf die Zuschauer über. Die Trainerdiskussion verschoben auf das Spiel nach Freiburg. Ist der Abstiegskampf der Wille auch in der Stadt spürbar? Wir haben nachgefragt bei den Mainzern. Also die haben gefightet bis zur letzten Sekunde. Und ich denke auch, dass der Martin Schmidt die Jungs richtig gut eingestellt hat und dass es auch sein Verdienst war gestern Abend und dass die Mannschaft auch für den Trainer gespielt hat und sich für ihn aufgeopfert hat. Und ich bin zuversichtlich, dass es auch in den nächsten Wochen mit so einer Einstellung auf jeden Fall, dass man so auch wieder in die Erfolgsspur kommt. Das Ergebnis, da hat sich nochmal an den 3-2 rangekämpft. Auf jeden Fall eine Leistung, wo man nicht aufgegeben hat bei einem Rückstand. Was man dann wirklich sieht, dass noch Kampfgeist da ist, das stimmt. Das heißt, du glaubst, Martin Schmidt als Trainer erreicht auch die Mannschaft? Das glaube ich auf jeden Fall, dass das nicht Trainersache ist, dass der Trainer die Mannschaft gut einstellt und dass Martin Schmidt da schon was erreichen kann mit der Mannschaft. Ich denke mal Freiburg und dann ist der nächste Trainerwechsel wieder fällig. Aus dem einfachen Grund, weil man ja nicht die Spieler in Verantwortung nimmt, sondern immer nur den Trainer. Und vor allen Dingen, was ich habe nicht begreifen können, ich als Außenstehender, dass man die guten Leute wie Malli und so weiter alle hat so gehen lassen. Das war für mich so der Anfang vom berühmten Ende. Ich finde es halt ehrlich gesagt ziemlich beschissen, dass immer gleich die Trainerfrage aufkommt, wenn ein Verein mal ein bisschen schlechter ist. Und ich finde, Mainz 05 ist natürlich nicht ein Verein, der sich mit Bayern München, Schalke, Dortmund oder so messen lassen kann. Und war schon immer auch mal schlechter und mal besser. Insofern ja, finde ich das nicht in Ordnung. Martin Schmidt ist? Ich denke, ein guter Trainer. Ein Überraschungspaket. Bisher ein guter Trainer gewesen und ich denke, er wird es auch weiterhin bleiben. Ist noch Trainer und wird auch noch Trainer in der Zukunft sein und auch bleiben müssen.